Hallo, ich bin Maurice Lange, StarCraft 2 Kommentator und zu den großen Turnieren kommentiere ich normalerweise die Spiele der Profis. In diesem Video allerdings richte ich mich bewusst an die Anfänger unter euch. In den folgenden Tutorials möchte ich euch zeigen, wie der Multiplayer-Modus von StarCraft 2 Heart of the Swarm funktioniert und was ihr tun könnt, um eure eigene Spielweise zu verbessern. In den Multiplayer gelangt ihr, wenn ihr im Startbildschirm auf den Menüpunkt Gegnerzuweisung klickt. Dort gibt es verschiedene Modi. Training gegen die KI, ungewertet und Ranglistenspiel. Die Königsdisziplin ist natürlich das Ranglistenspiel. Dort könnt ihr gegen Gegner aus der ganzen Welt spielen und euch in eine Liga platzieren lassen. Bevor wir uns aber an das Ranglistenspiel wagen, sollten wir uns ein wenig vorbereiten. Die absoluten Neulinge unter euch sollten definitiv das Training besuchen. Das Training bietet einen sehr guten Einstieg in den Mehrspielermodus. Sobald ihr eure Lieblingsrasse gewählt habt, kann es auch schon losgehen. Auf Ebene 1 des Trainings habt ihr lediglich Zugriff auf die Kerneinheiten und das Spieltempo ist noch ein wenig verlangsamt. Dies ändert sich natürlich, wenn ihr eine höhere Ebene auswählt. Ihr bekommt im Training eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die euch sagt, wann ihr am besten welches Gebäude baut, damit ihr euch noch schneller im Mehrspielermodus zurechtfindet. Nachdem ihr euch nun im Training die Grundlagen angeeignet habt, könnt ihr euch anschließend gegen die KI probieren. Entweder alleine oder mit bis zu zwei weiteren Mitspielern. Diese werden entweder zufällig ausgewählt oder ihr öffnet zuvor eine Gruppe und spielt mit Freunden gegen die KI. Der Schwierigkeitsgrad der KI hängt davon ab, wie ihr eure Platzierungsmatches abgeschlossen habt. Ähnlich wie im Ranglistenspiel könnt ihr euch verbessern, sodass der Schwierigkeitsgrad der KI weiter steigt, bis ihr das Maximallevel erreicht habt. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem ihr euer Können gegen echte Gegner unter Beweis stellen solltet. Falls ihr euch noch nicht an das Ranglistenspiel traut, so ist der Modus ungewertet eine sehr gute Alternative. Wie auch schon im Modus gegen die KI, könnt ihr entweder alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern ins Schlachtfeld ziehen. Die Spiele sind ungewertet. Trotzdem bekommt ihr Spieler eure Spielstärke zugewiesen. Selbiges gilt auch für das Ranglistenspiel. Das Ranglistenspiel, besonders im Modus 1 gegen 1, ist die Königsdisziplin des StarCraft 2. Nach 5 Platzierungsspielen werdet ihr, je nach eurem Können, einer Liga zugeordnet. Doch auch, wenn ihr mal ein Spiel verliert, solltet ihr euch auf keinen Fall unterkriegen lassen. Wenn ihr mal fleißig übt, werdet ihr feststellen, dass sich sehr schnell ein Trainingserfolg einstellt und ihr in der Liga aufsteigt. Ich werde euch nun im Folgenden die drei Rassen des StarCraft 2 kurz vorstellen. Ich habe zudem zu jeder dieser drei Rassen ein Tutorial-Video erstellt, welches euch helfen soll, nicht nur die Grundlagen der jeweiligen Rasse zu verstehen, sondern sich auch im Mehrspielermodus zurechtzufinden. Eine der Rassen in StarCraft 2 sind die Protoss. Die Protoss sind eine hochtechnologisierte Alien-Rasse, die ihre Einheiten direkt auf das Schlachtfeld warpen kann. Die Protoss-Armee besteht meist aus wenigen, dafür sehr starken, aber teuren Einheiten, die es erfordern, diese Einheiten sehr gut zu kontrollieren. In den richtigen Händen ist eine Protoss-Armee äußerst tödlich und kann es selbst mit einer Übermacht an Gegnern aufnehmen. Eine weitere Rasse in StarCraft 2 sind die Zerg, ebenfalls eine Alien-Rasse. Das Besondere an den Zerg ist, dass alle Einheiten aus einem zentralen Gebäude entstehen. Im Gegensatz zu den Protoss verfügt der Zerg-Spieler über viele, dafür meist sehr günstige Einheiten. Dies erfordert oft einen besonderen Fokus auf die Wirtschaft. Der Zerg-Spieler sollte zudem versuchen, seine Gegner stets zu umzingeln, um so seine volle Stärke auszuspielen. Die dritte Rasse in StarCraft 2 sind die Terraner, die Menschen. Sie können ihre Gebäude reparieren, mit ihnen fliegen oder auch über Erweiterungen verbessern. Das Besondere an einer terranischen Armee ist, dass sie sehr vielseitig ist. Ihre Einheiten verfügen oft über besondere Fertigkeiten, die nicht selten das Zünglein an der Waage sind. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video den Mehrspielermodus von StarCraft 2 ein wenig näher bringen. Schaut auf jeden Fall auch bei meinen anderen Tutorial-Videos vorbei, in denen ich die jeweilige Rasse im Mehrspielermodus erkläre. Und wer weiß, vielleicht treffen wir eines Tages im Ranglistenspiel aufeinander.